Aus Liebe, aus Lichtenberg. Der wöchentliche Podcast des Lichtenberger Bürgermeisters Michael Grunst. Immer freitags nach 1 berichtet er von der Woche im Rathaus, vom Leben im Bezirk, von besonderen Menschen. Hallo aus dem Lichtenberger Rathaus. Willkommen beim Bürgermeister-Podcast. Mein Name ist Michael Grunst. Ich bin Ihr Lichtenberger Bürgermeister. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Katharina Gerlach. Wie immer starten wir gleich mit den Neuigkeiten aus dem Bezirk und aus dem Rathaus vor allen Dingen. Aber danach gibt es ein interessantes Gespräch. Wen haben Sie sich eingeladen heute? Ich habe mir Thomas Zirko eingeladen. Thomas ist seit vielen, vielen Jahren Vorsitzender des Fördervereins für Tierpark und Zoo. Und ich dachte mir, das passt zum Wetter. Absolut, es wird ein heißes Wochenende, genau. Und damit nicht alle sich an den Stränden tummeln, könnten wir ja mal sagen, Tierpark ist eine wunderbare Alternative. Es ist schattig, man hat Platz und man hat sehr, sehr viel Spaß da. Klar, und nicht alle mögen ja Hitze. Ich habe eine Bitte, vergessen Sie nicht, die Bäume zu gießen und vor allem achten Sie auf Ihre Mitmenschen. Gerade ältere Menschen oder Menschen mit Erkrankungen haben ja durchaus hier und da Probleme mit Hitze. Ich weiß noch, ich habe meiner Oma immer eine Kanne Tee hingestellt, damit sie die auch trinkt. Und also achten Sie ein bisschen auf sich. Apropos auf sich achten, Corona ist momentan auch wieder ein ganz, ganz großes Thema, bundesweit, nein, weltweit muss man eigentlich sagen. Wie ist denn die Lage in Lichtenberg derzeit? Die Lage ist wie in Berlin und wie in der Bundesrepublik, die Zahlen steigen. Wir haben zwei Entwicklungen. Das eine ist, durch die Reiserückkehrer steigen die Zahlen. Hier denke ich, muss der Bund und alle nochmal nachjustieren, was die Untersuchung der Reiserückkehrer betrifft. Und das zweite ist, dass durch bestimmte Maßnahmen natürlich auch die Zahlen steigen, beziehungsweise durch Unachtsamkeiten. Also wie Partys, wo man nicht darauf achtet, auf Abstände, beziehungsweise dass in bestimmten Einrichtungen die Nachverfolgung dann nicht mehr möglich ist, weil keine Listen gepflegt werden. Das sind Themen, die sind sehr besorgniserregend, weil die im Prinzip ja alles kaputt machen, was wir versucht haben, die letzten Monate zu erarbeiten, dass wir nämlich die Pandemie auf niedrigem Level halten. Wir sind nachlässig geworden. Wir müssen wieder ein bisschen disziplinierter damit umgehen, mit unseren Mitmenschen und mit uns. Zumal ja jetzt die Schule wieder angefangen hat insgesamt und an diesem Wochenende geht noch was. Da gibt es nämlich die Einschulung der Erstklässler. Das heißt, es kommt noch mal ein ganzer Schwung junger Menschen in die Schulen. Die kriegen was vom Bezirksamt Lichtenberg. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Was haben Sie sich da ausgedacht als Geschenk? Ausgedacht haben wir uns als Geschenk, dass wir allen Erstklässlern einen kostenlosen Bibliotheksausweis übergeben. Beziehungsweise den Gutschein, dass sie den kostenlosen Bibliotheksausweis abholen können in den Bibliotheken, weil wir schon es für sehr wichtig halten, dass Kinder so früh wie möglich an die Bibliotheken herangeführt werden. Wir haben 4 wunderbare Bibliotheken im Bezirk und wir haben uns ebenfalls noch was ausgedacht, gemeinsam mit dem größten Kinder- und Jugendtheater Deutschlands, nämlich dem Theater in der Parkaue, dass jedes Kind, was in die Schule kommt, einen kostenlosen Gutschein kriegt für einen Theaterbesuch. Und das, glaube ich, ist was Wunderbares. Und passt auch zu Ihnen als Kulturstadtrat. Sie sagen immer, Kultur sei unverzichtbar und man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Haben Sie wieder belegt jetzt. Genau, und wenn die Kinder dann noch ihre Mutti und Vati mitbringen, dann ist es, glaube ich, auch ein wunderbares Familienerlebnis. Ich möchte noch anschließen mit einem Hohelied auf die Stadtbibliotheken, weil die öffentlichen Bibliotheken sind einfach super gut. Auch Erwachsene, es kostet 10 Euro, so ein Jahresticket. Und dann hat man mit diesem Ausweis nicht nur die Möglichkeit, sich dort vor Ort was auszuleihen. Es gibt auch die Onleihe, das heißt, man kann sie auch runterladen, E-Books und Hörbücher, was ich ganz, ganz toll finde. Wo wir gerade bei Schule sind, die Volkshochschule geht auch wieder einen Schritt nach vorne und zwar ins sogenannte Herbstsemester. Kann man gar nicht glauben, es ist noch so heiß, aber jetzt müssten wir uns alle anmelden, denn ganz schnell sind ja diese ganzen Kurse voll, obwohl es wahnsinnig viele gibt. Klar, unsere Volkshochschule bietet über 680 Kurse an. Unsere Volkshochschule hat ja einen besonderen Schwerpunkt bei Sprachangeboten. Sie können die verschiedensten Sprachen lernen, Englisch, Spanisch, Französisch ist klar, aber auch Arabisch und Vietnamesisch können Sie lernen. Versuchen Sie es einfach. Melden Sie sich an. Die Volkshochschule bietet auch verschiedene Kurse in kultureller Bildung an. Versuchen Sie es mal mit Malerei oder mit Ukulele. Entschuldigung, haben Sie schon mal gesagt. Ja, habe ich schon noch gewartet. Ja, und jetzt muss man sich natürlich anmelden, um auch die vielen begehrten Plätze in der Volkshochschule Lichtenberg zu erhalten. Ja, ich war drauf auf der Seite vas-lichtenberg.de und da ist schon so einiges ausgebucht. Das heißt wirklich, jetzt ran. Wir bleiben bei der Kultur.
Und geh mal so ein bisschen nach vorne. Die lange Nacht der Bilder kommt ja wieder am 4. September. In diesem Jahr aber nicht nur in den ganzen Galerien und Werkstätten und Ateliers, sondern auch online. Gibt es jetzt schon was zu sehen? Klar. Also die lange Nacht der Bilder findet ja zum 13. Mal statt in diesem Jahr. Und wir haben uns wirklich lange überlegt, wie wir das in Zeiten von Corona durchführen. Und was ich merke, ist, dass die Menschen einen großen Drang auf Kultur, auf Kunst haben. Und das ist auch, glaube ich, ziemlich wichtig, um auch klar im Kopf durch die Krise zu kommen, die wir derzeit haben. Und insofern haben wir uns entschieden, die 13. Lange Nacht der Bilder durchzuführen. Der Kultursenat hat sofort gesagt, er ist mit dabei, er übernimmt die Schirmherrschaft, wird bei der Eröffnung am 4. September mit dabei sein. Aber wir haben uns natürlich auch überlegt, dass wir nochmal was Besonderes anbieten. Nämlich, dass die verschiedensten Standorte, inzwischen sind es über 40 Kunstorte, die in Lichtenberg sich präsentieren an der Langen Nacht, sich jetzt schon im Vorfeld online vorstellen, nämlich auf unserem YouTube-Kanal des Bezirksamtes Lichtenberg und auf der Webseite www.langenachtderbilder.de, wo im Prinzip schon die Führung durch die Galerie stattfindet, Kunstwerke gesehen werden und es sind wirklich spannende Kurzfilme, die möglicherweise, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, an der Langen Nacht teilzunehmen, sozusagen ihnen die Kunstwerke näher bringt, aber eben auch die Orte und für die, die an der Langen Nacht der Bilder teilnehmen, ist es, glaube ich, schon ein kleiner Vorgeschmack, weil man schafft gar nicht an einem Abend alle 40 Standorte zu besuchen. Wir werden in den nächsten Podcasts weiter darüber informieren, detailliert. Was auch sehr schön ist, dass wir mit im Programm haben unser berühmtes Nicaragua-Wandbild, das Dorf Menimbo in der skandinavischen Straße. Das große Wandbild ist jetzt fertiggestellt worden, ist mit im Programm der Langen Nacht der Bilder, aber mehr dazu nächste Woche. Gut, dann gucken wir noch ein Stückchen weiter nach vorne. Was steht denn nächste Woche so alles an für Sie als Bezirksbürgermeister? Ich weiß, da gibt es einen runden Tisch zu einem Thema, was viele Menschen interessiert, nämlich zum Bahnhof Lichtenberg. Ja, klar. Also der Bahnhof Lichtenberg ist ein Ort, der für viele Reisende ein wichtiger Umsteigepunkt ist. Viele steigen auch aus. Wir wollen ja, dass die Menschen auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, Busse, Bahn, S-Bahn, U-Bahn. Oftmals ist es auch so, dass an so einem Bahnhöfen sehr sinnlich wahrnehmbar auch natürlich Entwicklungen in der Gesellschaft sind, die da sind. Man sieht Armut, man sieht Menschen mit Suchtproblemen. Das lässt sich ja auch nicht wegreden, aber wir müssen mit der Situation umgehen. Und natürlich suchen wir nach Lösungen. Wir haben mit der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit, Soziales besprochen, dass Gangway Straßensozialarbeiter hinschickt, dass die Menschen Ansprechpartner haben. Wir haben starke Partner vor Ort mit dem Humanistischen Verband und dem Tagestreff. Und dennoch gibt es natürlich Situationen, wo wir gucken müssen, müssen wir städtebaulich was verändern, damit der Platz attraktiv wird, damit sich alle wohlfühlen. Und darüber werden wir reden. Wir werden auch darüber reden, ob wir am Bahnhofsvorplatz zukünftig einen Wochenmarkt haben. Wir werden mit den Gewerbetreibenden reden, wie wir sie unterstützen können für die weitere Entwicklung der Weitlingstraße als Geschäftsstraße. Ein Beispiel ist, die Gewerbetreibenden sind an uns herangetreten, wie sie Weihnachtsbeleuchtung auf der Weitlingstraße etablieren können. Dafür stellen wir jetzt auch Mittel zur Verfügung. Also die verschiedensten Themen rings um die Weitlingstraße, um den Bahnhofsvorplatz werden Themen sein. Auch der sichere Schulweg für die Kinder der Robinson-Grundschule. Also es wird ein sehr intensives Gespräch werden mit den Partnern, auch mit der Polizei. Und das Interesse ist wirklich, dass alle, die hier in Lichtenberg leben, ihren Platz haben, aber natürlich sich auch alle wohlfühlen. Und so ein runder Tisch ist dann sozusagen so ein Anstoß oder sollen da schon Beschlüsse gefasst werden? Also ein runder Tisch wird sicher Anstöße geben fürs Bezirksamt, auch für die Zivilgesellschaft. Also es soll schon sehr verbindlich werden. Okay. Was ist noch los nächste Woche? Also nächste Woche haben wir wieder Bürgersprechstunde. Also ich habe die Bürgersprechstunde dieses Mal im Norden des Bezirkes in Hohenschönhausen und zwar im Nachbarschaftshaus Ostseeviertel in der Ribnitzer Straße. Der Termin ist der 19. August von 15 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie vorbei. Wir versuchen sie zu klären und wenn wir es nicht vor Ort klären können, klären wir es im Nachgang. Das ist also nächsten Mittwoch. Welche Themen kommen denn da eigentlich am meisten bei Bürgersprechstunden? Also es sind viele Themen, die die Bürger ansprechen. Umgang mit der Verwaltung, Lärmproblematiken, öffentliche Ordnung ist oftmals ein Thema, aber auch individuelle Probleme. Also es ist sehr, sehr vielseitig und
ich glaube, dass es wichtig ist, dass gerade Politik für Bürger ansprechbar ist und auch, wenn das Problem noch so klein erscheint, für die Bürger ist es meist ein großes Problem, sonst würden sie nicht kommen und dann auch versucht, dass man Probleme lösen kann. Alles kann man nicht lösen, aber zumindest versuchen wir es. Okay, Gesprächsangebot also Mittwoch 15 bis 17 Uhr im Nachbarschaftshaus Ostseeviertel in der Riebnitzer Straße 1a. Und dann haben wir noch einen sehr schönen Termin. Am Dienstag, den 18. August, 15 Uhr, haben wir den Eröffnungsrundgang der Kita in der Wartenberger Straße von unserem Kita-Eigenbetrieb Kindergärten Nordost. Und da freue ich mich einfach drauf, weil auch das sind wieder wichtige Kita-Plätze für Hohenschönhausen. Und vielleicht noch einen ganz kleinen Werbeblock. Wenn Sie Erzieherin oder Erzieher sind oder welche kennen oder welche kennen, die welche kennen, die Kindergärten Nordost, aber alle Kita-Träger suchen Erzieherinnen und Erzieher. Okay, ja, das war, glaube ich, ein wichtiger Werbeblock. Jetzt stürzen wir uns ins Wochenende, oder? Und sehen uns wahrscheinlich alle im Tierpark. Wir sehen uns alle im Tierpark, beziehungsweise am Samstag überträgt der Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB, das Eröffnungsspiel zur Regionalliga-Saison Energie Cottbus gegen Lichtenberg 47. Das sehen wir uns dann auch an und dann viel Spaß mit dem Tierpark. Mhm. Kümmerer und Macherinnen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts. Heute ein ganz besonderer Gast, Thomas Zjolko, Chef des Fördervereins von Tierpark und Zoo. Thomas und ich kennen uns wirklich schon seit Jahrzehnten, deswegen duzen wir uns auch. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, herzlich willkommen. Thomas, Förderverein Tierpark und Zoo, warum eigentlich Tierpark und Zoo? Ja, der Förderverein ist 1956 für den Tierpark gegründet worden von Heinrich Date, dem Gründer vom Tierpark. Und wir wollten 2007 die Diskussion beenden in der Stadt, warum gibt es zwei Zoos, braucht man zwei Zoos in Berlin? Und da haben wir gesagt, wir fördern dann auch den Zoo Berlin, weil beide Einrichtungen für die Stadt wichtig sind. Klar, es gab ja damals auch einen Finanzsenator, der gesagt hat, es reicht einer für Berlin. Das, ich glaube, da hat er sich ein bisschen verhoben gehabt dann, der Kollege. Ja, schrecklich gewesen. Es hatte einen Vorteil, es sind ganz viele Leute eingetreten bei uns, um deutlich zu machen, dass der Tierpark weiterhin in der Stadt bleiben soll. Genau, ihr seid ja einer, oder wir, ich bin ja auch Mitglied des Fördervereins, wir sind ja einer der größten Fördervereine für Zoos. Was macht der eigentlich, der Förderverein? Ja, also wir fördern den Tierpark und Zoo materiell und ideell. Also wir haben im Jahr immer Spendprojekte für beide Einrichtungen und zahlen ungefähr eine 250.000 jährlich. Also 2/3 des Spendenvolumens fließt in den Tierpark und 1/3 ungefähr in den Zoo. Und was einen großen Stellenwert bei uns ausmacht, ist die ehrenamtliche Arbeit. Wir haben über 300 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Was kann denn so eine ehrenamtliche tun? Also wir haben eine ganz breite Palette und auch ein sehr aufwendiges Betreuungssystem. Also bei uns werden alle Ehrenamtlichen eingearbeitet, regelmäßig geschult. Und der Einsatz ist auch ganz vielfältig, also vom Büro, Veranstaltungsorganisationen. Wir haben eine Akademie, wo wir Erwachsene und auch Schüler regelmäßig Bildungsunterricht sozusagen geben rund um die Tierwelt. Da sind Ehrenamtliche tätig, die mal Lehrer waren oder auch Lehrer sind, Lehrer werden wollen. Die können sich dort engagieren. Wir haben Scouts in beiden Einrichtungen, die für die Besucher Ansprechpartner sind. Also wer Lust hat, sich eine Weste anzuziehen und sozusagen eine lebendige Litfaßsäule zu sein, der kann sich bei uns melden. Wir haben Infostände, Verkaufsstände, Garten. Wir haben Leute, die nur Gartenpflege machen im Tierpark, also wirklich ein ganz breites Spektrum. Und ich selber habe es schon erlebt, dass Ehrenamtliche des Fördervereins mich als Begleiter, aber vor allem Kinder mit durch den Tierpark geführt haben. Genau, also wir haben auch Scouts, die praktisch als Guide sozusagen im Einsatz sind und ganz viel über die Tiere wissen. Und wo du jetzt gerade sagst, Kinder, was wir auch haben, ist ein Projekt Kinderpatenschaft, wo wir Kinder aus finanziell schwierigen Verhältnissen einen kostenfreien Besuch im Tierpark oder im Zoo ermöglichen. Der Tierpark selber ist ja vom Ehrenamt gar nicht wegzudenken. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre vor 65 Jahren gar nicht eröffnet worden. Genau. Heinrich Date hat ja 1954 angefangen mit dem damaligen Nationalen Aufbauwerk und bis heute sind dadurch viele Menschen einfach vom Herzen her mit dem Tierpark verbunden. Und über die letzten 6 Jahrzehnte ist das Ehrenamt immer wichtig gewesen für den Tierpark. Mir erzählen ja heute noch ältere Lichtenberger mit leuchtenden Augen, wie sie damals mitgeholfen haben.
den Tierpark mit aufzubauen. Bevor es Tierpark war, war es ja Sitz der Treskos, wenn ich richtig informiert bin. Und man merkt es ja auch noch, das Schloss ist noch da, die Grabanlage der Treskos ist da. Das sind ja oftmals so versteckte Schätze, die gar keiner mehr sieht. Genau, der Tierpark lebt halt auch enorm von der Geschichte. Also es ist auch ein Alleinstellungsmerkmal vom Tierpark. Es ist nicht nur der größte in Europa mit 160 Hektar, sondern er ist auch der einzige Zoo, der ein Schloss hat. Und das Schloss Glisfelde ist ein Stück Perle auf der Krone des Bezirks auch. Und auch der historische Park, den Lené angelegt hat, davon profitiert der Tierpark. Und Heinrich Dater hat es mit viel Gefühl geschafft, in diesen historischen Park den Tierpark aufzubauen. Klar, und der Förderverein ist ja wirklich zu danken dafür, dass er das Schloss wieder wachgeküsst hat vor vielen, vielen Jahren. Und ich würde nochmal, bevor wir zu den Alfred-Brehm-Haus kommen, was mich fasziniert, es war ja vor kurzem die Eröffnung, trotzdem nochmal zu ein paar anderen Highlights kommen. Was sind so die Highlights des Tierparks derzeit? Also wir haben natürlich mit Henry eine neue Giraffe bekommen. Wir haben ganz viele, also der Sommer ist eh so die Zeit, wo ganz viele Jungtiere da sind. Also wir haben also von Vögeln, also Schwäne, kleine Schwäne, wir haben einen Vinkuja, also eine Kamelart, eine Lamaart sozusagen, ist vor ein paar Tagen geboren. Also es ist wirklich viel los im Moment im Tierpark. Klar, und der kleine Eisbär Hertha ist gar nicht mehr so klein. Also genau. Ist schon fast ein Erwachsener. Ich möchte den nicht auf den Arm nehmen. Nee, ich auch nicht. Den glaube ich, wird man nicht halten können. Ich hatte mal davor gestanden und habe mir gewartet, wann springen die ins Wasser. Aber die haben sich eine halbe Stunde nicht erweichen lassen, ins Wasser zu springen. Wenn sie sicher dann gemacht haben, als ich weggegangen bin. Wir haben ja vor wenigen Tagen das Alfred-Brehm-Haus gemeinsam eröffnet mit großem Bahnhof. Der Finanzsenator war da. Du hast gesprochen als Fördervereinsvorsitzender. Und da ist ja auch deutlich geworden, dass eine große Summe vom Förderverein auch für die Sanierung des Alfred-Brehm-Haus zur Verfügung gestellt wurde. Genau, also wir haben insgesamt über 830.000 Euro für den Umbau des Alfred-Brehm-Haus zur Verfügung gestellt. Wir, also das heißt der Förderverein und unsere Stiftung. Und ein Großteil der Summe, also ungefähr 450.000 Euro, sind in die Anlage für Malaienbären reingeflossen. Und das ist eine riesige Unterstützung auch für den Tierpark. Das ist ja dann schon eine ordentliche Summe, die wir in, ich glaube, in 3 Jahren haben wir das Geld zur Verfügung gestellt. Das ist wirklich ein riesiges Projekt für uns gewesen. Ja, ist angesichts von 4.000 Mitgliedern ja durchaus eine ganz wirklich erträgliche Summe. Ihr kriegt ja Spenden nicht nur durch die Mitgliedsbeiträge, sondern ihr macht ja auch andere Geschichten. Ne? Genau, also wir haben natürlich den Großteil der Einnahmen über die Mitgliedsbeiträge, wo ein Großteil der Mitglieder auch mehr zahlen als der Mindestbeitrag. Und wir haben ganz viele Menschen, die mit Spenden die Arbeit des Fördervereins unterstützen und ganz konkret dann immer die Spendenprojekte, die wir im Tierpark oder im Zoo haben. Und haben natürlich auch Sachen wie Nachlässe, die dann auch mal reinkommen. Also es ist ja nicht so, dass man das kalkulieren kann. Und damit können wir dann wirklich die Arbeit unterstützen. Und natürlich ist auch so eine Mitgliedschaft für so einen Förderverein ein schönes Geburtstagsgeschenk. Das ist das beste Geschenk, was es überhaupt gibt. Nee, klar. Beim Alfred-Brehm-Haus zeigt ja, dass auch die Zeiten sich ein bisschen gewandelt haben. Also ein paar haben mir gesagt, es sind ja gar nicht mehr so viele Tiere drin. Andererseits finde ich, dass man Tiere noch viel hautnaher jetzt erleben kann. Man kann mit dem Tiger Nase an Nase sich begegnen, beziehungsweise man kommt rein und trifft erstmal auf die Königskobra. Also ich glaube schon, dass die Sanierung durchaus für die Tiere natürlich besser ist, aber auch nochmal ein besseres Erlebnis gibt. Also das ist, glaube ich, die große Herausforderung von Zoos überhaupt, dass man die Tierhaltung modernisieren muss, also das naturnah machen muss und man muss gleichzeitig mehr Erlebnis schaffen, weil die Erwartungshaltung der Besucher auch eine andere geworden ist. Und das Alfred-Brehm-Haus ist in den 60er Jahren entwickelt worden von Heinrich Date und dem Architekten Heinz Graf Funder. Und die haben damals das größte Tierhaus der Welt gebaut. Und hatten wirklich eine wahnsinnige Vision, so dass es möglich war, auch dieses Alfred-Brehm-Haus nicht nur in die Gegenwart wieder zu produzieren, sondern wirklich zukunftsfähig zu machen. Und das ist, glaube ich, nach der Sanierung wirklich ein Vorzeigeprojekt der modernen Zootierhaltung. Ja, das sehe ich auch so. Es ist wirklich der Spagat gelungen, einerseits unter Wahrung der architektonischen Leistungen damals und andererseits natürlich trotzdem eine moderne Tierhaltung zu ermöglichen. Und man kann ja auch den Regenwald in der Mitte sehr gut erleben, ist auch sehr warm da drin. Und es gibt auch kleine Krokodile und andere Dinge, die man sehr nah erleben kann da. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Alfred-Brehm-Haus zu besuchen. Corona-bedingt muss man natürlich mit Nasenschutz tragen im Alfred-Brehm-Haus. Es ist trotzdem sehr wunderbar. Du sagtest vorhin Stiftung.
Der Förderverein hat auch eine Stiftung gegründet. Was macht diese Stiftung? Also wir haben die Stiftung 2010 gegründet zum 55. Tierparkjubiläum und zum 100. Geburtstag von Heinrich Dathe. Und wir haben das damals gemacht, damit wir nachhaltig und auch über die Generation hinaus die Förderung vom Tierpark und vom Zoo absichern. Und haben damals mit 50.000 Euro angefangen, haben heute ein Stiftungsvermögen von 1,3 Millionen. Das ist halt wichtig, weil die Stiftung eine Förderung ermöglicht, die der Förderverein oder der Tierpark selbst eben nicht ermöglicht. Da kann man Geld ansammeln sozusagen und aus den Zinserträgen die Förderung machen. Nun weiß ich auch, wie im Moment die Zinslage ist, aber hier geht es wirklich darum, langfristig zu denken. Und wir als Förderverein und auch der Tierpark müssten Spenden immer zeitnah verwenden. Also wir dürfen die nicht länger als 3 Jahre aufheben. Und das haben wir bei der Stiftung eben nicht. Und wir haben da auch ganz viele Unterstützer, die uns bei der Gründung unterstützt haben und auch nach wie vor unterstützen. Klar, ist ja auch mit Eberhard Diebken ist ja auch mit bei, ne? Genau, also Vorsitzender des Kuratoriums ist Eberhard Diebken, aber ich weiß, dass die BVV in Lichtenberg damals auch den Stiftungsprozess, also die Gründung finanziell auch unterstützt hat. Also der Bezug ist da auch sehr stark verankert. Klar, wir Lichtenberger sind ja immer sehr sensibel, wenn man uns den Tierpark irgendwie ran wollte. Also es war damals eine einzigartige Solidarität auch mit dem Tierpark, als die Diskussion war, nur ein Zoo in der Stadt. Zwei Zoos in der Stadt, ich denke, die befruchten sich gegenseitig, oder? Ja, auf jeden Fall. Sie sind völlig unterschiedlich. Also der Zoo Berlin ist ja ein klassischer innerstädtischer Zoo mit 30 Hektar und der Tierpark etwas dezentraler gelegen, ist mit 160 Hektar die Verbindung zwischen Natur, Tiere und wirklich ein einmaliger Erholungsort, also wirklich eine Oase auch im Bezirk und auch ganz für Berlin. Und wir leben ja in einer 4-Millionen-Metropole und ich glaube, dass sie sich beide wunderbar ergänzen und auch ganz unterschiedliche Angebote auch für die Besucher haben. Also ein Tierparkbesuch sprengt ja jeden Schrittzähler, wenn man durchläuft. Hält fit. Und wenn wir ausländische Gäste haben, also wir hatten vor 2 Jahren hier mal eine Konferenz gehabt mit Ländern aus Asien, aus Afrika, wo es um Umweltprojekte ging. Und dann hatten wir uns abends getroffen im Schloss. Und die waren fasziniert, dass innerstädtisch so ein großer Landschaftstierpark existiert. Es ist ja der größte Europas. Und das ist eigentlich schön, wenn man mal den Blick von außen hat, wie Lichtenberg, wie Berlin gesehen wird. Berlin wird als sehr grüne Stadt wahrgenommen von Menschen aus dem Ausland und Lichtenberg wird als innerstädtischer Bezirk wahrgenommen. Das ist auch sozusagen eine schöne Botschaft. Also es ist auch ganz wichtig, ich sage immer, im Vergleich zum Schloss Charlottenburg haben wir eine 10 als Postleitzahl und sind damit innerstädtisch und Charlottenburg hat eine 14 und ist viel dezentraler als Lichtenberg. Also das Gefühl ist, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen in der Stadt, aber es ist wirklich gut verkehrsmäßig erschlossen, der Tierpark. Und dann kann man 25 Kilometer im Tierpark laufen. Genau. Man fällt aus der U-Bahn und ist direkt am Tierpark. U-Bahnhof Tierpark auch noch. Also man kann es nicht verfehlen für die Leute, die dann möglicherweise sich verlaufen. Wenn du als Fördervereinsvorsitzender 3 Wünsche frei hättest, stell dir vor, jetzt kommt die gute Fee und sagt, lieber Thomas Zirkel, du hast jetzt 3 Wünsche frei. Welche wären es? Also ich würde mir von allen Berlinern wünschen, dass sie mindestens einmal im Jahr in den Tierpark oder in den Zoo gehen. Und sie könnten oder sollten es zumindest einmal im Monat machen und täglich können sie gehen. Also das ist schon mal der erste Wunsch, dass sie mindestens einmal im Jahr gehen. Der zweite Wunsch ist, dass wir als Förderverein auch einen Zuwachs haben an Mitgliedern und dass wir in den kommenden Jahrzehnten weiterhin den Tierpark und den Zoo so aktiv unterstützen können. Und als drittes habe ich gar keinen Wunsch, sondern einfach nur will ich Danke sagen für all die Menschen, die bisher den Tierpark und den Zoo mit so viel Leidenschaft unterstützt haben. Den Dank schließe ich mich an. Ich danke auch dir, Thomas. Vielleicht noch einen Satz, wenn ich als Fördervereinsmitglied werden würde. Also ich bin es ja schon, du bist es. Aber die vielen, vielen Bürger, die jetzt überlegen, Mensch, jetzt werde ich Fördervereinsmitglied. Was hat man davon? Also man zahlt erstmal 30 Euro im Jahr. Das ist ein relativ geringer jährlicher Beitrag. Und man hat eine Ermäßigung auf den Tageseintritt im Zoo, Tierpark und Aquarium. Und auch noch eine Ermäßigung, wenn man eine Jahreskarte hat. Also die optimale Kombination ist immer Mitgliedschaft im Förderverein und eine Jahreskarte zu haben. Und man hat ein gutes Gefühl, was man die Zoos in Berlin unterstützt. Genau, Gutes tun tut gut. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Das war der wöchentliche Podcast des Lichtenberger Bürgermeisters Michael Grunst. Immer wieder freitags nach 1. Kommentare und Themenvorschläge sind willkommen. Per Mail an
pressestelle@lichtenberg.berlin.de oder auf der Facebook-Seite von Michael Grunst. Aus Liebe.